Herzlich willkommen zu einer weiteren Reaction auf meinem Kanal. Dieses Mal mit JJiggy featuring Deezy. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Nie wieder. Hashtag Newcomer Push. Ich habe auch schon gesehen, wenn man das Video startet. Steht hier, presented by raptutorial.de. Ich denke, den meisten von euch ist es kein Geheimnis, dass JJiggy ein Rap-Tutorial anbietet. Das ist jetzt auch an die 2 Jahre alt, glaube ich, ungefähr. Und ich kann wirklich nur Gutes über die Betreiber verlieren. Vor allem über Spoofy, der, soweit ich weiß, sogar noch am meisten Kopf hinter der Sache ist. Zumindest ist er immer der Dude, der auf die Mails antwortet und den Instagram-Kanal leitet. Und auch mit dem hatte ich schon die ein oder anderen Mails ausgetauscht. Nichts über meine eigenen Projekte, es ging nur... Sagen wir mal, ich bin ein Mensch, der gerne Neues dazulernt, immer wieder. Und auch wenn ich jetzt schon seit 2013 Rap-Musik mache, hat man immer das Gefühl, es gibt noch was, was man dazulernen kann. Ist ja nicht so, dass man irgendwann der ausgelernte Meister ist. Das ist ja das Spannende am Leben. Also habe ich ihn mal gefragt. Also ich habe ihn einfach dreist angeschrieben und gefragt, hier, guck mal, das ist mein neuestes Video. Findest du... dass das Rap-Tutorial ansprechend für mich ist. Er hat gesagt, nee du, das wird dir wahrscheinlich nichts mehr geben, aber wir bieten noch Einzelcoachings an. Was hältst du denn davon? Da muss ich wirklich nochmal sagen, riesiges Dankeschön an Spoofy für die Transparenz, weil ohne Scheiß, er hätte mich auch einfach übers Tisch ziehen können. Er hätte auch einfach sagen können, hier, guck mal, gib uns 120 Euro und das Rap-Tutorial wird dir auf jeden Fall weiterhelfen. Hat er nicht gemacht. Fand ich unglaublich nett von ihm. Und umso positiver werde ich natürlich an die Reaction hier rangehen. Ich habe mir ein bisschen trotzdem was vom Rap-Tutorial gegeben. Und ich kann sagen, dass es die Sachen wirklich gut erklärt. Früher gab es auf so Videoplattformen, gerade so 2015, nicht gerade wirklich viele gute Tutorials. Merslingo, der heutzutage als Lingo the Poet bekannt ist, hat damals diese ganzen Rap-Erklärvideos gemacht, die... manchmal gut und manchmal nicht so gut waren. Also es gab Sachen über Reimtechnik, die waren sehr gut. Und dann gab es wieder Erklärvideos über zum Beispiel Double Time, die waren bescheiden. Ja, und deswegen finde ich es gut, dass wir jetzt jemanden haben, der Leuten wirklich beibringt, wie man richtig rappt. Natürlich für eine angemessene Vergütung, aber dafür auch ordentlich. Also wenn sich jemand hier in meiner Community wünscht, irgendwann mal richtig, richtig gut zu rappen, dann gibt es... keinen besseren Anhaltspunkt als das Rap-Tutorial. Da lernst du es wirklich aufwendig. Und auch wenn ich finde, du kannst es alles erlernen, ohne einen einzigen Cent auszugeben, so wirst du, finde ich, doch auf den besten und effektivsten Weg gebracht, mit dem wenigsten Kopfschmerz. So viel zum Thema Vorwort. Anscheinend ist Deezy einer dieser Sprösslinge aus dem Rap-Tutorial, der vielleicht auch schon vorher gerappt hat. Wir gehen rein. Nemo Omar steht hier schon. Ein Track, den ich mir übrigens nie freiwillig gegeben habe, ist überhaupt nicht meins. Aber es ist ja auch nur eine Hommage. Also dann, wir starten rein. Let's go. Nie wieder, nie wieder, nie wieder. Ich finde das Editing schon geil. Das hat so einen gewissen Humor, ne? Also, ich finde es immer geil, wenn man... guck mal, wenn man sich selbst seinen eigenen Kopf im Video vergrößern lässt, dann zeigt es halt einfach, dass du eine gewisse Art von Selbstironie besitzt. Yes, ja, glaub mir, alles war grau. Doch ich hab immer schon gesagt, ja, ich schaff es hier raus. Ey, guck mal, viel zu viele falsche Freunde lachten mich aus. Jetzt sind die Worte so erreiche und sie halten ihr Maul. Oh, okay, okay. Ungewohnt. Ungewohnt vom Jiggy. Das ist ein sehr langsamer Beat. Merkt schon, viel zu viele falsche Freunde, sehr langsam. Viel zu viele falsche Freunde. Tippe, 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 tippe. 32. Flow bedeutet so viel wie quasi Double Time, beziehungsweise wenn man's in die Historie der Double Timer einordnen will, sogar Triple Time. Was meine ich damit? Folgendes: Wenn du Normal Time hast, das habe ich ja schon im SpongeBob-Video erklärt, dann hast du maximal 16 Silben, die du in deinen Takt reinpressen kannst, beziehungsweise 16 Zählzeiten. Also quasi, wenn ein Takt kommt, also ein Viervierteltakt, also 1, 2, 3, 4, dann hast du da 16 Silben, die du reinbringen kannst. Beim 32. Flow ist es quasi doppelt so schnell. Das heißt, in die gleiche Länge, in den gleichen Takt, stopfst du nicht 16 Silben, sondern 32 Silben rein, mit der gleichen Vershebung. Dann gibt es noch die Triolen, und bei Triolen teilst du alles durch 3. Also... nicht da 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 da, sondern da 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 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Und im Allgemeinen werden Double Time Triolen, also da 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 da, wird dann zu da 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 da, bitte die Parts, da 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 da. Das sind Double Time Triolen, das wird im Allgemeinen als unser Double Time verstanden. Und wenn jemand 32.7, also keine Triolen, einfach nur doppelt so schnell rappt, dann wird das oft schon als Triple Time verstanden. Ihr könnt das gerne nachgucken bei vielen Reactions zu The Sunnys neuem Track, beziehungsweise zweiten neuestem Track, wenn man danach geht, Apocalyptic Endgame, hat er diesen quasi 32. Double Time, wo er für 6 Zeilen lang durchwirbt, dieses blutige Auge in meiner Dabba, 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 Dabba. Das ist rein technisch gesehen doppelt so schnell wie die normale, also
Double Time. Ist aber, wenn man es, also so wie viele Fans es verstehen, schon Triple Time, weil es halt so wahnsinnig schnell klingt, weil diese Sechzehntel-Triolen, also diese Double Time-Triolen, schon schneller sind als das normale Tempo. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Also wird das schon als Double Time verstanden und das, was der Herr Jiggy hier macht, machen wir den Sack wieder zu hier, ist quasi Triple Time. Zum weiteren Verständnis werde ich das ab jetzt immer Triple Time nennen. Auch wenn es für euch vielleicht nicht so schnell klingt, weil der Beat hier einfach ein Stück langsamer ist. Yes, ja, glaub mir, alles war grau, doch ich hab immer schon gesagt, ja, ich schaff es hier raus, ey, guck mal. Manchmal bremst er dann wieder, ich hab immer schon gesagt, ich schaff es hier raus. Da. Also dieses, warte, dieses. Immer schon gesagt, ja, ich schaff es hier raus, ey, guck mal. Immer schon gesagt, ja, ich schaff es hier raus. Dieses sagt und ja, ist, also dieses ja wahrscheinlich ist ein bisschen langsamer. Also er spielt ein bisschen damit, das finde ich ziemlich cool. Und ich finde generell, das geht voll nach vorne, das ist ziemlich sick. Mit ich schaff es hier raus, natürlich raus aus dem Leben im Hamsterrad quasi, davon kann der Jiggy ein Lied singen. Aber wenn ihr den kennt, habt ihr eh genug gesehen davon, er hat ja in 1000 Reactions erzählt. Deswegen juckt mich ja eher, was der gute Dizzy jetzt dazu zu sagen hat. Ich hab Freunde, lachten mich aus, jetzt sind die Wartes so erreiche und sie halten ihr Maul. Mache 100 kein Jahr, doch sie melden sich nicht. Habe meinen Sohn auf meinem Arm, doch sie melden sich nicht. Mein Leben ist jetzt wunderbar, doch sie melden sich nicht. Denn diese Missgünstig und Hochrotzende können mir nicht, sie wollen. Ich find's doch krass, dass es einfach nur ein Video von der Wand ist, aber durch die ganzen Performances wird es halt unterhaltsam gedreht. Ich find's in dem Punkt geil, wenn Newcomer das machen würden, als richtige Newcomer, dann wird es als amateurhaft abgestempelt. Aber wenn die beiden das machen, wirkt es cool, weil man weiß, sie könnten mehr. Und es wird auch viel Aufwand im Editing und in der Performance betrieben und das wird dann beachtet. Bei Newcomern würde man wahrscheinlich eher ein bisschen auf die herabsehen und dann sowas sagen wie, ja, vielleicht nächstes Mal ein paar aufwendigere Locations. Und hier hat das halt Style. Es ist ein bisschen ungerecht, könnte man meinen, aber ich finde, es hat halt auch irgendwie einfach Style. Lieber Segel wie der Wäre auch geil, wie er immer wieder sagt, dass sie sich nicht melden. Also, dass sie sich nicht melden, weil sie nicht gönnen. Ja, ist von der Aussage relativ simpel. Ich finde generell, Jiggy hat sich etwas mehr von dem Vergleichsgame wegbewegt und mehr zu klaren, definierten Aussagen mit cool gemachten Texten. Also, was ich meine ist, weg von diesem versteiften Kollega-Vorbild, könnte man sagen, und weiter auf eine eigene Schiene. Er hat ja dann quasi seine Oldschool-Vorlieben vom Ami-Rap mit reinfließen lassen und mit seinem Gefühl. Dann kam noch ein bisschen Einfluss von Tuttle, könnte man meinen. Und zack, haben wir quasi den neuen Jiggy, der durch das Studieren seines Rap-Tutorials jetzt sehr frei über die Beats schwebt. Und ich habe mir einiges davon abgeguckt, das kann ich auch ganz ehrlich sagen, weil mich das beeindruckt hat. Weil ich vorher genauso wie Jiggy fest auf diesem Technik-Trip war, mit Technik und Reimer, ne? Und mittlerweile auch freier bin bei dem, was ich rappe. Ich habe jetzt zum Beispiel wieder ein neues Feature mit dem Johnny geplant. Und da werdet ihr auch hören, dass es ganz anders ist als der Stuff, den ich bisher gemacht habe, weil ich mich einfach auslebe. Natürlich sind die Reime immer noch gut, aber manchmal könnte man bei der Aussage schon sagen, ey, hättest du noch ein bisschen dran feilen können. Und genau da würde ich dann sagen, nein Mann, genau das wollte ich bei dem Vibe eigentlich erreichen. Das könnte ich dir mit Fug und Recht behaupten an der Stelle. Und wie gesagt, das ist das, was der Jiggy da auch macht. Und das, was er in der Vergangenheit noch selbst kritisiert hat und jetzt selbst tut. Und das ist nichts Negatives, das ist kein Rückschritt, das ist Charakterentwicklung. Und das finde ich cool. Lieber Segel wie der Jiggy am Boden ist, wie er kippt oder guckt, hat sich so lang bis er Psychosen kriegt, auch ohne Steine schiebe ich den Dick. Ja, soviel zum Thema keine Technik. So wollte ich das natürlich nicht sagen, bis er Psychosen kriegt. Also das war ja quasi, ist ja quasi eine 16-Kette, die er da aneinander reiht. Eine 6-7-Reimkette, so, die er in 32-7 aneinander reiht. Doch sie melden sich nicht, mein Leben ist jetzt wunderbar, doch sie melden 32-7 Tempo. Ich nicht, denn diese Missgünstig und Hochrotzende gönnen mir nicht. Sie wollen lieber Segel wie der Jiggy am Boden ist, wie er kippt oder guckt, hat sie so lang, bis er Psychosen kriegt, auch ohne Steine schiebe ich den Dicken wie Obelix und ich fick auf die Schule, wird's alle geben, mir aus dem Weg. Nice, sehr nice gemacht. Geiler Flow, geile Reime, das ist wieder alles sick. Und vor allen Dingen, weil er ja früher noch gesagt hat, dass er nicht so gerne diesen Double-Time-Flow auspackt, auf langsamen Beats kann das echt gut, Alter. Ehrlich, in der früheren Leben, da hast du meine Wünsche und Pläne mit Füßen getreten. Was du bist am Haten, auch wenn du heute über mich redest, mit anderen Leuten tust du so, als wenn wir Brüder gewesen. Nie wieder. Ah, guck mal, da wird's persönlich. Brüder gewesen. Also auch wieder fünfsilbig. Nice. Nicht, dass man das jetzt immer einhalten, also dass man jetzt immer eine kranke Reimtechnik haben will. Aber ich finde es ja geil, wenn man das mit Real Talk verbindet, weil er hier jetzt auch sagt, dass hier jemand so tut, als wären die mal Best Buddies gewesen, aber die ganze Zeit hinter seinem Rücken über ihn redet. Ich meine, ich finde das halt auch krass, ne? Sobald du Erfolg hast, passiert sowas einfach. Oft ist es nicht so, dass der Erfolg dich verändert, sondern dass der Erfolg, sagen wir mal, gefühlt kommt es einem eher so vor, als ob die Welt um sich rum verändert. So als ob man eine zweite Pubertät durchlebt, würde man meinen. Zumindest das, was die Stars immer geschildert haben. Zweischneidiges Schwert. Ich finde es
Ich find's halt krass, was da immer so geschildert wird, wie die eigene Umwelt sich da verändert. Nie wieder, Digga, ich schwör, nie wieder, küssen diese Pisser meinen Pick. Du weißt doch, gibt es kein Digga, was geht. Nee, nie wieder, Digga, ich schwör, nie wieder, küssen diese Pisser meinen Pick. Du weißt doch, gibt es kein Digga, was geht. Yeah, ich hab euch nie gebraucht. Geil, grad, das ist auch ein geiler Cut, so Kamera wird abgeputzt mit einem weißen Tuch. Und dann kommt, also so quasi, Linse muss sauber gemacht werden und boom, Cut zum Dizzy. Das war geil. Um das zu checken, hab ich eine Weile gebraucht, doch bin jetzt halt. Er fährt jetzt nicht exakt den gleichen Flow, aber auf jeden Fall das gleiche Raster. Yeah, ich hab euch nie gebraucht. Um das zu checken, hab ich eine Weile gebraucht, doch bin jetzt halt genug und weiß ich. Ja, okay, gebraucht. Also einerseits, er braucht ein bisschen, braucht wieder ein bisschen. Und, ne, er brauchte sie nie, im Sinne von einmal etwas gebrauchen und einmal auch ein bisschen, bis man etwas versteht. Da kann man darüber hinwegsehen, dass er quasi das Gleiche aufs Gleiche reimt. Außerdem war das ja nicht das Ende der Zeile. Ich finde, nur die Reime am Ende einer Zeile sollten wirklich rein sein und sich auch als Reime identifizieren. Wenn das so Binnenreime sind wie hier, dann ist es vollkommen okay, wenn das auch mal die gleichen Wörter sind. Es ist quasi auch ein Minispit, das könnte man auch so argumentieren. Sie kommen mir nicht ins Haus, ich seh sie mir nicht ins Haus, wieder da. Ist im Endeffekt auch ein vielsilbiger guter Reim. Was ich so erreiche und sie halten ihr Maul. Hinter Brücken haben sie große. Auch geil, das von der Hookie nochmal reinzuschneiden. Pressen, doch wenn ich vor ihnen stehe, wollen sie die Bogen glätten, ja. Ist das sowas wie Boygrooves oder Eunuchs? Suche vergeblich nach Reihe an Osterfest, ich seh sie. Boygrooves, Eunuchs, Osterfest. Auch geil, guck mal, das war ein cooler Binnenreim und dann am Ende Sack zugemacht mit einer. Mit einem Reim, den er davor gebracht hat. Jetzt gucken wir nochmal nicht auf die Reime, sondern auf das, was er eigentlich sagt. Reiche und sie haben ihr Maul. Hinter Brücken haben sie große Fressen. Doch wenn ich vor ihnen stehe, wollen sie die Bogen glätten. Ja, ist das sowas wie Boygrooves oder Eunuchs? Suche vergeblich nach Reihe an Osterfest. Sie wollen Eunuchs, ja, weil Eunuche beschnitten sind, die haben keine, ne, die haben kein Gehänge mehr. Deswegen suchen vergeblich nach Eiern wie am, was, wie am Osterfest? Warum vergeblich? Boygrooves oder Eunuchs? Suche vergeblich nach Reihe an Osterfest. Sie wollen mich fallen. Osterfest, aber wenn du vergeblich nach Reihe, warum? Du findest die doch. Oder da hätte man vielleicht noch was einbauen können, so wie wir versuchen vergeblich nach Eiern, weil, keine Ahnung, wegen Corona, Ostern, weil dann niemand Eier versteckt, weil niemand raus darf, irgendwie sowas. Sie sehen sie, was ich so erreiche und sie haben ihr Maul. Hinter Brücken haben sie große Fressen, doch wenn ich vor ihnen stehe, wollen sie die Bogen glätten, ja. Ist das sowas wie Boygrooves oder Eunuchs? Suche vergeblich nach Eiern, Osterfest, sie wollen. Ja, okay. Ja, einmal nach Eiern suchen, ne, weil du suchst deine Eier, du suchst deine Würde, deinen Schneid. In der Richtung. Mich fallen sehen, die weiße Flagge schwingen, doch ich bin ein harter Giga-Motherfucker. Mich bringt dir nicht zum Fall und kommt die Party darüber, kommt euch die Panik, denn am Ende wollte mich sie mit Schlinge um den Hals, Digga. Ihr seid keine Freunde, nur heute. Am Ende wollte mich sie mit Schlinge um den Hals. Ich hätte damals und heute nur wollte, was bedeutet, denn vergoldete meine Zeit mit euch aus, meine Digga aus. Schön, seid. Oh, nice. Nice, was haben wir denn da? Schön. Da hat er ein bisschen Skill bewiesen gerade und zwar richtig. Ich find's erst geil, wie er das hier konstant durchrattert, den 32. wie wir schon gesagt haben. Und jetzt bringt er was ziemlich Cooles. Dann überkommt euch die Panik, denn am Ende wollte mich sie mit Schlinge um den Hals, Digga. Ihr seid keine Freunde, nur heute, denn damals und heute nur wollte. Was bedeutet, denn vergoldete meine Zeit mit euch aus. Wenn ihr die Chaos, wenn ihr die Bänder, die wieder trauen. Keiner kann von euch kommen, wenn nur mir die Zukunft verbauen. Hab damit abge... Bitte. Was er da bringt. Ach, ich liebe sowas. Folgendes. Ihr habt ja gemerkt, dass es in diesem Flow, der ja schon Triple Time ist, plötzlich nochmal schneller geworden ist. Da fragt man sich, was war das denn? Das waren quasi 32. Triolen, die er damit eingeworfen hat. Das heißt, er ist quasi da nochmal ein bisschen mehr aufs Gas gegangen, indem er das Raster für eine kurze Zeit verändert hat. Er ist quasi also weg von dem straighten Raster gegangen, was sich halt durch zwei teilen lässt, und ist wieder aufs Triolen-Raster gegangen, hat aber bei den Triolen das Tempo nochmal verdoppelt. Also keine 16. Triolen, die eh schon als Double Time verstanden werden, sondern 32. Triolen, die nochmal schneller sind als 32. Silben, die ja als unser Triple Time verstanden werden. Es ist also nicht Triple Time, sondern schneller. Was haben wir also? Quattro Time. Nicht der Quattro Time, wenn man vom normalen Tempo ausgeht, aber das, was wir allgemein als Quattro Time verstehen. Shimmy MC auf seinem Song Double Time 2019 hat auch in den ersten Zeilen durchgehend Quattro Time gerappt und am Ende auch noch. Genau das macht der Dizzy hier für kurze Passagen. Sehr krass, und jetzt verstehe ich auch, warum Jiggy mit Orangen jongliert. Warum Jiggy mit ihm einen Song macht, das ist sick, das ist sehr geil. Auch geil, wenn er da Panik auf Panik die ganzen Binnenreime kickt hier. Patte, Panik, Schlinge um den Hals. Freunde, nur heute, denn damals, nur heute. Das hat Eminem auch bei, wie heißt der Song? Ach, den er mit Joyner Lucas gemacht hat. Wie hieß er denn jetzt nochmal? Auf Kamikaze. Lucky You, genau.
Da hat er auch in seinem schnelleren Flow diese Das ist das gleiche, was er hier macht, nur mit anderen Reimen. Ich finde das ziemlich cool. Freunde, ne Beute, ne Wolf, ne Wolf. Ich verstehe, was ich meine. Ihr seid keine Freunde, nur heute, denn heute von damals bedeutet, was? Bedeutet, denn vergoldete meine Zeit mit euch aus. Vergottete meine Zeit mit euch. Der Dependent wieder, versteht ihr? In den kurzen Passagen geht es nicht mehr sondern komm, wenn du mir die Zucker verbauen, hab damit abgeschossen mit Parts in den Parkgrößen für weniger Schadstoffe wie Startstoffen bei Fahrzeugen mit der Bahn, hoffe der Schwarz. Startstoffe der Fahrzeugen, auch geil. Weniger Schadstoffe wie Startstoffen bei Fahrzeugen mit der Bahn, hoffe der Schwarz fahren zu können. Und wenn sie dich dann erwischen, den falschen Namen nennen, Namen, aber fuck nie wieder. Halt meine Tochter in den Namen, Feuer, sie bei Bäuerchen an, so wie Cheerleader. Und das werden diese Hunde nie verstehen, mache keinen Halt, wenn du weitergehst. Feuer, sie bei Bäuerchen an, so wie Cheerleader. Falsche Namen nennen, Namen, aber fuck nie wieder. Halt meine Tochter in den Namen, Feuer, sie bei Bäuerchen an, so wie Cheerleader. Und das werden diese. Feuer sie bei Bäuerchen an wie Cheerleader? Also erstmal, er bringt, ist ein cooler Kontrast, weil Jiggy ja vorhin schon meinen Sohn zur Seite gekickt hat, ungefähr seiner 2700. Bringt er jetzt das mit seiner Tochter, ist schön, also kein Kontrast, eher so eine Art, was sagt man? Also es ist ja nicht mal eine Hommage, aber es ergänzt sich ja so gut. Aber den Vergleich checke ich jetzt nicht ganz. Er hält sie bei Bäuerchen auf dem Arm wie ein Cheerleader, also einmal, ja, ne, Kind, ne? Typisch über Spucktuch kotzen, deswegen, also und einmal, hä? Halt meine Tochter in den Namen, feuert sie bei Bäuerchen an, so wie Cheerleader. Er feuert sie an, also krass, dass man sein, also es ist halt krass gesagt, dass man sein Kind anfeuert, wenn es kotzt. Ich will die Line jetzt nicht so auf die Goldwaage legen, aber es klingt ein bisschen holprig. Und ich verstehe es auch nicht. Also vielleicht könnt ihr mir in den Kommentaren mal weiterhelfen. Wieso genau werden Cheerleader bei Bäuerchen angefeuert? Könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben. Und das werden diese Hunde nie verstehen, mache keinen Halt, werde weitergehen. Nie wieder. Er hat aber einen coolen Stimme. Du weißt doch, gibt es kein Digga, was geht? Nee. Nie wieder, nie wieder, nie wieder. Digga, ich schwör, nie wieder. Küssen diese Pisser mein Weg. Du weißt doch, gibt es kein Digga, was geht? Nie wieder, nie wieder. Digga, ich schwör, nie wieder. Küssen diese Pisser mein Weg. Du weißt doch, gibt es kein Digga, was geht? Nee. Nie wieder, nie wieder. Digga, ich schwör, nie wieder. Küssen diese Pisser mein Weg. Du weißt doch, gibt es kein Digga, was geht? Ich glaube, diese Pisser kreuzen nie wieder ihren Weg. Und da kommen wir wieder die Werbung fürs obligatorische Rap-Tutorial, aber das geben wir uns ja nicht, denn das habe ich schon für euch erledigt. Bitteschön. War stark. Ich finde persönlich sogar, auch wenn der Dizzy jetzt vielleicht insgesamt reimtechnisch auf den ersten Eindruck nur leicht schwächer war als Jiggy, war er dann doch von der Reimfrequenz und Quantität überraschend gut. Vor allem das in so einen guten Flow zu verpacken, ist geil. Und vor allem hat mir gefallen, wie versiert er auf dem Raster spittet und wie sehr er es verstanden hat. Da hat der Jiggy rein vom Flow her auf jeden Fall überboten. Absoluten Respekt für ihn an der Stelle dafür. Ich finde das mega beeindruckend, wenn man sowas kicken kann. Ich selbst übe das auch schon die ganze Zeit, deswegen kann etwas von einem abverlangen, das erstmal zu verstehen und es dann zu rappen. Und das war sehr clean, es war sehr gut gerappt. Hoffe auf jeden Fall, dass es nicht bei diesem einen Newcomer-Push bleibt und die wieder was zusammen machen werden. Cool, dass Jiggy das gemacht hat. Wir sehen uns, wir hören uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, wir kriegen mal wieder was von dem. Wir gehen auf deine Crew los, wir sind wie der Mond, so eiskalt und blutrot. Wenn das Licht erlischt, bei totaler Finsternis, steckt euch nachts um drei in die Särge. Bin gewaltbereit, alle sterben, reine Leere in meinem Herzen, wenn das Licht erlischt.